Ich guck mal, wie du fliegst, und dann guck ich, ob ich was verstellen muss. Alles gut? Sehr geil. Nicht zu kurz? Nee, du landest direkt vor den Schädeln. Okay, ich hab nur ein bisschen höher gemacht. Hallo! Das ist geil, gelandet, oder? Ja? Super, komm, nimm. Gehen wir zurück. Gehen wir nach Hause. Ja, wir gehen nach Hause. Jetzt haben wir alles. Boah, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich verdammt gut an. Hm? Oh. Erstmal mal kurz unter Wasser gegangen. Ich bin der Anhänger der Flamme. Alles an der Flamme ist. Jetzt gehen wir verkaufen. Wieder irgendwo ohne Schiffe. Ja, da mal gucken, ob wir da hinkommen. Und da holen wir diese Fünferflagge an Bord, verdammte Kacke. Ist geil. Ja, fühlt sich irgendwie richtig an. Also alles, was wir haben, können wir irgendwie bei der Voodoo-Tante verkaufen. Auch den roten Kristall, weißt du? Mhm. Der rote Kristall bringt ohne irgendeine scheiß Flagge 3000. Ja, wir sind gespannt. Mit Flagge wahrscheinlich 5 oder so, wir oder? Sind gespannt. Oder 6. Also das rote Ding muss richtig reinhauen. Ne? Ja, wenn er die ohne Flagge, ohne irgendeinen Bonus 3000 bringt, dann muss das doch jetzt mindestens 5 oder 6 bringen, oder? Ja, irgendwie. Theoretisch schon, oder? Theoretisch. Wo, gehen wir in den nächsten Outpost, oder? Ja, nächste Outpost. Was ist denn der nächste Outpost? Nee, halt. Ein bisschen höher. Geh noch ein bisschen höher mit der Karte. Golden Sands? Ja, hab ich doch gesagt, oder? Ja, super. North Star ist halt nur so ein Handelsposten. Und wie müssen wir da? Norden. Ja, einfach da rüber. Einmal durch die Insel, nach Nordwesten. Boah, ist schon cool, ne? Absolut. Vor uns das Unwetter ist, guck mal. Wow. Da fahren wir drum rum. Solltest mal nicht zu weit nach links lenken, guck mal. Ja, ich weiß. Mal gegen den war noch eingedreht von vorhin. Okay, das ist okay, ich verzeih dir. Ja, jetzt aber geradeaus und dann links um die Insel rum. Düren nach Nordwesten. Und ich hoffe, da steht kein Dulli. Sehr, sehr positiv. Golden Sands. Uiuiuiuiuiui. Spannend. Gell? Und jetzt auch noch Unwetter, oder wie? Wo ist Golden Sands? Links von uns Schiff! Links von uns ist ein Schiff! Piratenschiff, Partyboot. Nein, Schiff, Spielerschiff. Oh nee, das ist ein Partyboot, oder? Wohin müssen wir? Richtung? Partyboot. Im Nordwesten. Ne, ignoriert das Scheißschiff. Wenn du das nicht machst, dann machen wir auch nicht. Ja, wir gehen jetzt einfach weg. Wir fahren einfach weg von denen, hab keinen Bock. Will ich auch. Nee, kein Bock, verpisst euch denn. Dann guck mal mit diesen scheiß Segeln, die können ja gar nicht vorankommen eigentlich. Was machen die eigentlich? Nordwesten, der Wind ist mit uns. Das Partyboot dreht ab, glaube ich. Boah, ein Glück, dass das Partyboot abdreht. Sehr schön. Das ist auch nur eine Schule. Boah, man wird sofort nervös, gell? Ja. Du brauchst nur eine Unebenheit im Plan, weißt du? Vorbei. Wir haben auch eine Fünferflagge, weißt du? Ich weiß, du kannst auch. Letztens sind wir bei den Handelsmissionen, wir kamen um maximal 5-6 Kisten herumgedünkelt und dann haben wir auf einmal 30 bekommen. Oder 25 oder was da war. Was kriegen wir denn jetzt bitte für eine Quest bei den Schädeln? 30 Captains oder was? Ja, das wäre krass. Das wäre schon krass, ne? Ich glaube, es ist einfach eine krassere Mission mit mehr Wellen und so weiter. Ja, ich glaube auch. Aber ich glaube, das könnte episch werden, du. Ich glaube, das könnte richtig cool reinhauen. Du musst auf jeden Fall deutlich mehr. Jetzt kannst du schon fast nach Westen fahren, weißt du? Du bist vorbeigefahren eigentlich. Ist das die hier? Nee. Nee, an dieser Insel, die gerade vor uns links ist, hinter dieser Insel ist es. Du bist zu weit nördlich gefahren. Alles klar. Nordwesten und nicht Norden. Wir kommen schon an. Jetzt
kannst du Westen machen. Jetzt kannst du Südwesten machen. Ja, lass mich kurz um die Steine hier fahren. Okay, die Backensteine. Um die große Insel rumfahren. Allein dieser rote Kristall, der wir unten drin haben, diesen Meerjungfrauen-Rubin, der ist ohne diese Kackflagge, will ich noch mal betonen, 3000 wert. Mit Flagge sollte die locker 5.000 bis 6.000 wert sein. Allein dieser Kristall. Was ist an einem Totenköpfe wert sein, das kann man sich ausrechnen. Auch nochmal irgendwie 10.000. Ja, jetzt nimmst du dich einfach runter, sind wir allein oder nicht? Was? Weißt du, auf dem Outpost. Ja, das wäre schon richtig, oder? Das wäre geil. Okay, du kannst noch weiter backen. Also schön nach Südwesten. Die Insel da vorne links ist es dann. Man sollte es ja eigentlich schon sehen. Nee, ich sehe nichts. Vorne links? Doch, dort in Südinsel. Oder ist sie das da vorne nicht? Doch, das wird es sein. Weiß man nicht. Ah, da hinten im Schatten. Ja. Der Schatten, man nennt das Licht. Nebel. Achso, von dem Nebel. Also wir hatten beide nicht recht. Das ist geil. Okay. Aber das passiert oft, oder? Mhm. Wenn Jordi nicht hier ist, um uns aufzuklären, weil er dann sind wir einfach aufgeschmissen. Das so ist es. Passiert. Also noch sehe ich da kein Schiff. Was sehr positiv ist, dezent. Der Wind ist komplett gegen uns, aber das kennen wir. Ich sehe wirklich auch nichts. Sehr schön. Ja, das ist schon sehr positiv. Man schippt mal langsam drauf zu. Uiuiui, Spannung, Spannung. Das macht einen schon nervös, ne? Ja, das ist schon... Man, Wenn man Kuh klickt und unten links guckt, noch mehr. Das ist geil. Das ist heftig. Die Mucke dann. Oh. Da müssen wir wieder gucken. Wo ist schon wieder das, die Voodoo-Puppe? Ist egal, einfach auf Insel. Also rechtzeitig ankern und dann einfach allen Schäden los. Warum kommen wir keine Kiste zum Transportieren? Manu. Ja doch, das ist nicht sehr kompakt gewesen. Das ist schon cool. Ich fahre direkt auf den Steg zu, richtig? Richtig. Das ist richtig, ja. Ich glaube, ich sehe die gute Puppe tatsächlich schon. Ja. Da ja, kannst du ein bisschen mehr backen. Ich wollte ein bisschen Steg genauer wischen. Okay, dann machen wir das hier offen. Mal gucken, ob wir wieder auf einmal Fahrt bekommen, weil der Wind denkt, ja nee, jetzt mal richtig. Gib ich euch mal. Mach dich bereit für Anker? Ja, ja, bin bereit, keine Sorge. Haben wir schon? Ja, ne? Ne, warte mal. Jetzt. Doch. Ich hab das eingelenkt, noch nicht. Ja, Präzision! Perfekt! Wir werden besser. Ja, langsam, oder? Nimmst du den roten? Ja, logisch. Ich bin gespannt, was er bringt. Ich will Gold an. Einfach zu Voodoo-Ding, ne? Voodoo-Puppe. Hey. Ja, willst du wissen? Rot? Ja, will ich wissen. 5000. Wow. Geil. Halt mal, haut rein. Ja, Totenkopf nochmal 2,5. Oh ne, 2,9 war das. 2,95. Alter, haut rein. Super. Alter, wie hoch kommt man nicht? Runter kommt man auch. So runter kommt man immer. Jetzt haben wir hier noch ein paar Ehrlosen. Ja, ein paar Ehrlose. Ja, passiert auch, ne? Die komischen Ehrlosen. Die lohnt sich gar nicht zu laufen. So doch, doch, komm. Wir nehmen auch das. Ich will jetzt eine krasse Quest machen, weißt du? Wir nehmen jetzt. Wir nehmen auch das Kleinvieh. Kleinvieh, mal auch Mist. 8,63. Also, gerade haben wir uns gefreut, dass wir 24.000 gemacht haben. Jetzt sind wir gleich bei 34. Ne? Jetzt sind wir fast bei 34.
Je nach Ehrlosen. Ist noch einer? Ja. Ja, das ist kein Ehrlos, das ist ein Hasserfüllter. Ah, ist auch schön. Der Nette. Hasserfüllter. Das ist der Silberne, weißt du? Silber ist hasserfüllt. Ah ja, hasserfüllt. 1033, bei 33 ist auch okay. So, jetzt nehmen wir die krasse Quest an. Ja, ich denke mir. Ich habe Angst. Okay. Ich habe Angst. Nein. Ach so, bei ihr müssen wir das machen, ne? Okay. Willst du claimen? Nee, mach du. Okay. Und wohin? Ist was passiert? Oh, scheiße. Eine Insel mit einem Captain, eine zweite Insel mit vier Captains, eine dritte Insel mit vier Captains, eine vierte Insel mit vier Captains. Alter, was? Das sind 17 Captains. Scheiße. What the fuck? Dann gehen wir los. warte mal, brauchen wir noch Essen? Nee. Doch, doch, ich glaube, wir brauchen noch Essen. Ach du, das ist echt jetzt Zeitdruck, ne? Ja, ich weiß, aber dennoch. Aber jetzt in 1,5 Stunden 40 Captains machen. Also das schaffen wir schon. 14 Stück? Nee, das war nicht 14, das waren 16, 17. What the fuck? Alter Schäde. Ich sabber ein bisschen. Ja, ich auch. Aber sabbern ist schön. Das ist schon ein krasses Zeug. Ja, das ist gut. Also ich kann ja auf den Inseln immer fahren. Also ihr müsstet da wirklich los, weißt du? Also mach jetzt die Taschen voll und dann fahren wir los. Ja, einfach los. Einfach los, einfach ins Unbekannte. Was soll passieren? Was wir kann, sterben, was, meine ich doch. Was kann schon passieren? Also die Sache ist halt immer noch, wir haben immer noch die krasse Flagge drauf, ne? Ja, ja, ich weiß. Die wir nicht verlieren wollen. Weil noch können wir die verkaufen, weißt du? So, wo müssen wir denn hin? Was ist das Erste, wo wir müssen? Ja gut, die eine Sache ist wo? Mermaid's Hideaway. Haben wir die nicht noch markiert? Mermaid's Hideaway? Wanderer's Refuge? War da hinten nicht... Mermaid's Hideaway ist genau unter uns. Wo? Links, da. Einmal. Na gut, ich guck mal, was wir sonst noch haben. Dann haben wir noch... Marauder's Arch. Wo ist Marauder's Arch? Oh. Dagger Tools können wir wegnehmen. Marauder's Arch. Marauder's Arch. Wo ist der Arsch? War der Arsch nicht einer von den Arscheninseln? War der nicht irgendwie rechts? Mal das Arsch nicht irgendwie rechts oben oder so? Aha. Ja, wow. Super, die nächste. Kackensvoll! Ah, wo ist sie? Die ist ja auch irgendwo da. Kackensvoll ist irgendwie da oben, ja. Ja, ich glaube mehr mittig. Da war Kackensvoll. Mhm. Ja, dann Shipwreck Bay. Da waren wir doch erst. Shipwreck. Da, rechts unten. Ja, genau. Gut. Und Survey Isle. Also, das ist voll komisch geschrieben. Skurvy Isle. Voll komisch geschrieben. Skull. Da waren wir noch nie. Das ist ja voll komisch geschrieben. Oh. Ja, wo ist die Kacke? Das ist ja anstrengend, du. Play. Ich seh's nicht. Ja, auch nicht. Sailor's Knot. Century Spoils. Ey, was ist denn los hier? Smuggler's Bay. Ah, hier. Da! Also, dann. Auf einer kompletten Karte verstreut, also. Dann gehen wir erstmal kurz zu Mermaid.
Darf ich mir noch mal kurz einen Kaffee rauslassen? Okay. Ich stelle mich jetzt irgendwo hin, wo wir was sehen. Dann kannst du ein bisschen... Nee, ah gut, jetzt muss ich... Willst du hier warten? Willst du noch... Ich bin gleich da, hm? Bist du auf dem Schiff? Ja. Okay, dann fahr ich los. Ja, aber pass auf. Ich meine, was soll passieren? Ja, ich weiß es eben. Bis gleich. Nee, ich weiß es nicht. Was soll passieren? Bis gleich. Wir haben hier nur eine krasse Flak. Wenn dann hast du einen guten Stream-Ausschnitt hast. Hm. Ja. Versuch mal das Ding hier mal zu lippen. Segel hoch schön. Dann gucken wir mal, ob wir rechts schön vorbeikommen. Haben wir den eingelenkt? Wie weit hat er denn eingelenkt? Gar nicht. Schwer. Das wäre komplett eingelenkt. Eins. Zwei. Machen wir mal so ein bisschen. So, hier. Dann gucken wir mal. Ah, versuchen wir mal das Ding hier zu wenden. Ich krieg das hin, ich bin Profi. Also der Typ muss sich wieder mal einen Kaffee machen und ist immer eine Viertelstunde weg und dann der Raul muss es mal wieder richten, weißt du? Da haben wir jetzt 5 Inseln. Boah, das wird anstrengend. Hm, wir drehen schön. Wunderbar, 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 wunderbar. Ah, mal ein bisschen mit den Segeln, bis wir schön gedreht haben. Okay, oh, jetzt soll's gehen. Was da so verschwunden ist, jetzt auch wieder nicht. So, da Segel rein. Da Segel rein. Dann gucken wir mal auf die Karte, wo wir hin müssen. Schön nach Südwesten, okay. Dann schwimmen wir mal in die Richtung, wa? Kriegen wir einen. Na cool, man kann mir ruhig ein bisschen mehr vertrauen, weißt du? Theoretisch fahren wir direkt die Richtung. Theoretisch, theoretisch, theoretisch. Ja, das war genau nicht richtig. Ich meine, ich habe mir mehr gezweifelt, weißt du? Die Insel vor uns. Die Insel vor uns links. Gut. Vor uns ist eine kleine Kackinsel, die wir wahrscheinlich nicht rammen sollten. Das wäre, glaube ich, unschön. Insel vor uns ist es wahrscheinlich, ne? Ist es dort? Ja, da Insel vor uns ist. Gut. Vor uns ist der Mermaids Hideaway. Hideaway. Da haben wir schön angern. Ist das nicht das Ding, wo wir nur einen Captain hatten? Ja, da haben wir nur einen Captain, ist ja langweilig. Captain Lothin Lauren. Aha. Der Lothin Lauren. Alles sieht echt komisch aus. Der ist so ein Busch-Captain. Sieht man auf den Karten, wie die Captains aussehen? Ja, ne? Obwohl, nee, ich glaube, das ist immer dasselbe Bild. Obwohl, nee! Bei den anderen Karten sehen die unterschiedlich aus. Manche sehen aus, wie sind die Gold, manche sehen aus, wie sie sind krassen Hut. Oh mein Gott, erkennt auf den Karten, was das für Captains sind. Das ist ja cool. Das heißt, wir haben gleich einen krassen Busch-Captain. Okay. Verstehe ich. Finde ich jetzt nicht unbedingt gut, aber passiert. Ah, drehen wir die Kacke mal schön in den Wind. Jetzt geht's ab, du. Ja, okay, wir sollten die Segel nehmen. Sonst sind wir zu schnell auf jeden Fall. Hallo, Segel hoch. Okay, Anker. Oh. Ja, gut. Wir sind angekommen. Wir sind
geankert. Intensiv geankert. Wir haben eingelocht. Professionell. Ich meine, die Sache ist ja, wir wollen auf die Insel und nicht neben die Insel, weißt du? Das ist halt wirklich, ich nehme die Sachen halt dort wörtlich, weißt du? Das ist halt schon wichtig. Wenn man so Sachen mit halber Pyrole macht, dann macht das halt wenig Sinn, ne? So kann der Kuhmann jetzt mal zurückkommen, weil sonst. Also mach hier den Kippen alleine. Geht ja nicht an hier. So. Dann ist jetzt Munition und Munition und Essen. Ich esse voll. Ich bin nicht voll, sehr gut. So. Soll ich den Kippen jetzt alleine machen oder kommst du wieder? Wie ist das? Ah, ich geh mal auf die Insel. Wir gucken mal, was, vielleicht muss der Kuhmann nicht mal auf die Insel gehen, weißt du? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Obwohl, ich denke mir auch gerade, sind die Captains vielleicht jetzt krasser, da das jetzt die letzte Mission von der Reihe ist? Man weiß es nicht. Wäre natürlich verdammt cool. Ui, hier ist der eine Dulli. Oh, was hat er in der Kiste? Der Brandbaum, das ist ja positiv. Oh, hier ist Frank. Hey. Frank ist ein cooler. Hi. Frank ist wieder da, wir sind angekommen. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe mich nur kurz bewegt, dass wir keinen Timeout haben. Ja, dass du keinen Timeout hast. Ich bin auf der Insel. Super, ich nehme noch... Munition und Essen, hm? Jo, hast eine Idee. Ja, habe ich. Ja, noch habe ich nichts gefunden auf der Insel. Man sieht übrigens auf den Karten mitbekommen, was das für Kippen sind, ne? Ich sehe was. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Vor dem Schiff. Vor dem Schiff? Mhm. Fast auf der anderen Seite von der Insel. Wollen wir wieder zurückkommen? Ja, komm. Die sind da draußen auf einer Insel. Drüben sind die. Jetzt vom Schiff, kommst du? Ja, hier. Let's go. Ach, das sind die Freunde. Warte! Bombenfass, du nicht! Warte, Bombenfass, du nicht erst ausschalten. Oh, ich muss die Kamera noch einschalten. Warte kurz. Ja, so, die. So, ein paar Leute sind tot. Ich glaube, ich habe einfach die ganze Insel ausgeschaltet. Man kennt's. Oh, doch nicht. Ein Dulli ist noch da. Das ist ein Buschpirat. Das sieht man auf der Karte, ja. Das ist ein Buschkapitän. Wo ist er? Weiß ich noch nicht. Aua! Bomben-Dulli, Bomben-Dulli. Lebst du noch? Nee. Seid ihr tot? Ja. Wow! Man geil. Denkt sich so, ja, ich spreng eure Insel weg und die so, okay, dann spreche ich euch beide weg. Nee, ich dachte, ich kill den gleich und der hat aber ein Fass. Hm, toll, oder? Ich sehe dich da. Ey, voll cool. Ja, haben wir gut gemacht. Ja, schon, oder? Am ersten Captain von 17 haben wir schon gescheitert. Finde ich gut. Aber hey, komm, jetzt gib mal Gas. Das holen wir heute. Ich seh's. Hi. Ja, du zeigst schon, haben wir noch theoretisch, wa? Ja, eben. Ja, könnte knapp werden. Nee, schaffen wir. Ich bin zuversichtlich. Also wir machen aber eine Challenge, okay? So schnell. Wir liefern das nicht zwischendurch ab. Nee, wir rushen da jetzt durch. Komm. Wir rushen da jetzt durch. Das wären jetzt 17 Totenköpfe. Machen wir. Die dann am Ende ungefähr 50.000 bringen. Boah, stell dir das mal vor. Ja, sollten sie, hä? Wird doch alles hochgerechnet wegen dem 5er-Bonus. Hey, die Mucke jetzt schon? Ja. Die warten im Wasser. Also in Zukunft warten wir, bis sie aus der Erde gekommen sind. Da ist eine Idee, ja. Warte, Achtung! Warte, hab ich bekommen. Warte, ich nehme den. Sehr gut. Oh, im Wasser. Ah, der Captain. Ja, ich weiß. Busch-Captain. Ja, den Blumen-Captain einfach. Gut. Fahrt abgeschlossen. Woo! Also, let's go. Hast du den Schädel? Ja. Hier war auch nur ein Captain, das war ja langweilig. Ja, ich weiß, aber... Jetzt müssen wir einmal um die ganze Welt fahren.
zu den nächsten ist. Jetzt lass uns aber kurz strategisch überlegen, welche das wir erst nehmen. Ja, die am nächsten, das ist schon richtig. Also, den haben wir. Ist das Ding? Shipwreck. Shipwreck müssen wir schon wieder. Nach Osten, glaube ich, gell? Jo. Lass uns die Segel kurz hochnehmen, um zu drehen. Da ist eine Insel, da ist eine Insel. Da ist eine Insel, da ist eine Insel. Okay, okay, dann geht Shipwreck das nächste, ja. Schön nach Osten. Wir rushen jetzt durch, ich sag's dir. Nach Nordost-Ost. Wir rushen jetzt durch. Wir holen das jetzt. Und jetzt haben wir vier Inseln mit jeweils vier Captains. Ah, easy, komm. Ja, easy, warte mal, das ist kein Problem. Oh Gott. Gut, wir sind ready. Ja, sind wir. Danke, Dom. Sehr schön. Sehr gut, wir drehen, sehr gut. Oder können wir auch Segel runterlesen? Lesen. Komm, wir lesen die, lesen die Segel runter. Das ist geil. Langsam ist echt lustig. Ah, lesen wir. Lass mal die Segel lesen. Lesen wir den Anker. Yep. Oh, der Wind ist mit uns. Ja, du musst aber auch packen. Einfach nach Norden. Ah, nicht Norden. Osten. Wir fahren nach Osten. Also oben unten verwechseln ist ja noch lustig, aber oben mit rechts verwechseln ist komisch.